ja heute mal wieder ein bisschen was aus dem Serverbereich oder ja, muss noch nicht mal Server sein. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht daran, ich hatte vor einiger Zeit mal hier so einen Dell-Server. Das war mein Backup-Server, der hat die Grätsche gemacht und ja, da brauchte ich natürlich Ersatz. Problem, in Richtung Server habe ich jetzt nichts mehr da gehabt. Ja, alles, was an Server noch hier ist, ist größer. Das passt leider nicht dahin, wo ich meinen Backup-Server gerne stehen hätte. Momentan bin ich deswegen hergegangen, dass ich überhaupt noch ein Backup hier vor Ort habe und habe einen normalen PC hingestellt. Das ist natürlich nicht ideal, weil normale PCs zum Beispiel keinen ECC-RAM haben. Das heißt, wenn da im RAM irgendwo mal ein Bit kippt, was durchaus mal vorkommt, dann kann das unbemerkt auch auf die Festplatte gehen und ja, dann hat man ein kaputtes Backup. Und schön. In meinem Fall ist das nicht ganz so kritisch. Zum einen, ich nutze üblicherweise Dateisysteme wie ZFS oder BTFS, die sollten das theoretisch mitbekommen. Und zum zweiten, das hier ist eins von vielen Backups. Ihr kennt ja die gute alte 3-2-1-Regel. Drei Kopien von wichtigen Daten auf mindestens zwei Datenträgern, wovon mindestens einer nicht bei euch zu Hause ist. Und sagen wir mal, ich übertreib's da lieber ein bisschen. Wie auch immer, ich habe jetzt einen PC und der hat noch ein kleines Problem. Und zwar, ich möchte hier dieses Backup-System üblicherweise nicht durchbrettern lassen. Das heißt, das soll nur angehen, wenn ich auch ein Backup machen möchte. Beim Server war das kein Problem. Der hatte da dieses IPMI, wie auch immer, Intel Platform Management Interface. Das heißt, ich konnte übers LAN ein spezielles Paket schicken und darüber den Server an- und ausschalten. Das heißt, ich konnte übers LAN da quasi mit dem Management-Controller, der hier auf dem Board drauf ist, sprechen und da den Server unter anderem ein- und ausschalten. Bei neueren Servern ist das noch besser. Da gibt es üblicherweise irgendein Management mit Web-Interface und allem. Ich glaube, bei IBM oder Lenovo heißt das IMM, Integrated Management Module. Bei HP, ILO, wie auch immer, gibt es jede Menge Namen für. De facto, euer BIOS hat dann Web-Interface. Bei PCs gibt es das Ganze auch, das nennt sich dann MapX, hatte ich auch hier mal gezeigt, allerdings in einem nicht ganz so schönen Bild, weil Sicherheitslücke. Wenn wir hier rüber gehen, genau, da gibt es dann hier so ein schönes Teil, hat auch ein Webinterface und da gibt es dann hier Remote Control, ich weiß nicht, ob ich es gezeigt hatte, da kann man dann entsprechend hier den PC auch an- und ausschalten. Problem, ich habe natürlich auch keinen Rechner mehr mit dieser Management Engine, also muss ich mir da momentan irgendwie anders behelfen. Ausschalten ist jetzt meistens ja kein so großes Problem. Hey, ich habe Linux drauf, SSH-Verbindung auf und gerade Shutdown gemacht. Aber wie macht man das mit dem Einschalten? Und da gibt es zum Glück auch noch eine Möglichkeit, die hat so ziemlich jeder PC heutzutage. Und das ist das sogenannte Wake-on-LAN. Ja, wenn wir bei der Wikipedia gucken, da wird sehr viel erklärt, sehr viel, was auch nicht mehr ganz so aktuell ist. Beispielsweise musste man früher zwischen Netzwerkkarte und Mainboard da irgendwelche Dinge stecken. Das ist heute zum Glück nicht so. Heute könnt ihr eigentlich immer das Ganze von Haus aus schicken. Es gibt dabei meistens die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzustellen, worauf die Dinger aufwachen. Heutzutage ist aber eigentlich nur noch dieses sogenannte Magic Packet interessant. Denn ja, klassischerweise war das so, Wake on LAN hieß, sobald irgendwas im LAN passiert ist, da hat sich der PC dann eingeschaltet. Die Sache ist, im LAN ist immer irgendwas los. Das kann ein Windows-PC sein, der da rumposaunt, hallo, ich bin Windows-PC und folgende Dienste biete ich an. Das kann irgendwas sein in Richtung Drucker, in Richtung Media Center. Die schreien alle ins Netzwerk, alle paar Sekunden meistens rein. Hey, ich bin hier und ich habe hier die Dienste, willst du nicht mit mir reden? Ja, ihr wollt wahrscheinlich nicht, dass der Rechner alle paar Sekunden aufwacht, deswegen das sogenannte Magic Packet. Das Magic Packet heißt, es ist irgendein Datenpaket. Und da drin steht dann irgendwo in Hexadezimal 6 mal FF und danach 16 mal die MAC-Adresse der Netzwerkkarte. Wer das gerade nicht greifbar hat, jede Netzwerkkarte hat üblicherweise eine sogenannte MAC-Adresse. Das ist ja eine Art Seriennummer für die Karte und die sollte theoretisch weltweit eindeutig sein. Und ja, dadurch, dass wir das hier mit der MAC-Adresse haben, können wir relativ sicher sein, dass, wenn wir das schicken, nur der eine PC aktiviert wird und vor allen Dingen es nicht versehentlich gemacht wird. Also nicht durch irgendwelche zufälligen Daten, die da im Netzwerk rumschwirren, der PC angeht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, sogenanntes Secure On zu benutzen, wo es dann noch ein Passwort gibt.
Üblicherweise braucht man das nicht, wird meistens gar nicht supported und sicherheitstechnisch glaube ich jetzt auch so nicht, dass es sinnvoll ist. Von daher sparen wir das hier mal aus. Wir sind ja ohnehin im LAN oder wie war das? Dass das Ganze funktioniert, dafür muss der PC eine Netzwerkverbindung halten, auch wenn er aus ist. Bei PCs ist das eigentlich Standard, bei Laptops muss man es teilweise einschalten und wenn ihr WLAN nutzt, ich habe es schon mal bei irgendwelchen Intel-Karten gesehen, aber allgemein würde ich da nicht drauf wetten, dass sowas möglich ist, einfach weil die ganze Technik, die dahinter notwendig ist, recht kompliziert ist für WLAN, um das aufrechtzuerhalten. Das Wake-on-LAN muss man dann üblicherweise noch im BIOS aktivieren. Ja, BIOS kommt immer auf euren PC an, meistens beim Einschalten, dass man Entfernen, F1, F2 oder sowas drücken muss. Im Zweifelsfall mal im Handbuch nachschlagen. Und ja, auch der Aufbau vom BIOS, der kann unterschiedlich aussehen. Ich habe hier einen Phoenix BIOS jetzt in dem Fall. Gibt dann auch, ich glaube, Award BIOS ist noch relativ verbreitet. Dann war es das auch schon. Da einfach mal durchschauen, entweder unter Boot oder Advanced, irgendwo ist meistens etwas mit Chipset Control oder Onboard Devices. Und da hat das Ding doch glatt das gar nicht gehabt. Also holen wir mal hier den nächsten. Und gucken mal hier unter Config haben wir einen Punkt Power. Das klingt immer ganz gut. Ist in dem Fall aber offenbar nicht richtig. Dann gucken wir unter Network. Und da haben wir es. Wake on LAN. Können jetzt hier, weil es ein Laptop ist, umstellen zwischen AC Only, AC and Battery und Disabled. Das hieße jetzt in dem Fall nur mit Netzteil, Netzteil und Batterie oder komplett aus. Standardmäßig wird es überall komplett aus sein eigentlich. Teilweise heißt es auch anders, da heißt es dann zum Beispiel Wake on PCI oder ähnlich. Müsst ihr im Zweifelsfall mal durchprobieren. Alles, wo irgendwas mit Wake steht, ist meistens eine ganz gute Sache. Das Einzige, wo ihr wahrscheinlich direkt das wegdrücken könnt, weil es nicht damit zu tun hat, ist Wake on RTC. Das ist eine Art Wecker, dass der PC jeden Tag oder an bestimmten Wochentagen zur selben Zeit angeht. Das braucht man natürlich nicht. Bei Windows müssen wir ein bisschen tricksen, da müssen wir in den Gerätemanager erstmal gehen. Dazu geht ihr hier unten auf das Start-Icon, geht mit der Maus drüber, drückt die Shift-Taste zum Großschreiben und macht einen Rechtsklick. Dann kommt hier so ein erweitertes Menü und da gibt es Gerätemanager. Im Gerätemanager die Netzwerkadapter suchen, da gibt es eine Menge und wir suchen die entsprechende Ethernet-Connection, also das, was eure Kabelverbindung ist. Rechtsklick, Eigenschaften. Und dann kommt es leider sehr darauf an, was ihr für eine Netzwerkkarte eingebaut habt. Windows hat da mal wieder keinen Standard und nichts. Es gibt zwar unter Energieverwaltung den Haken, Gerät kann Computers im Ruhezustand aktivieren. Da gibt es auch das Magic Packet. Aber das gilt halt, soweit ich das rausbekommen habe, wirklich nur für den Ruhezustand, nicht wenn der Rechner aus ist. Wenn der Rechner aus ist, guckt mal unter Erweitert. Bei Intel-Netzwerkkarten, also hier der zum Beispiel, der 218er, da gibt es Akt über Magic Packet. Also aktivieren über Magic Packet. Das muss auf aktiviert sein. Hingegen muss Akt bei Verbindung deaktiviert sein. Leider, wie gesagt, das ist abhängig davon, welchen Treiber und welchen Hersteller und alles. Das kann auch, also was ich schon gesehen habe, ist Aufwachen über Magic Packet, Wake on Magic Packet. Da gibt es sehr viele Texte, das macht jeder Hersteller, wie er lustig ist. Sucht einfach mal nach Magic Packet. Mit etwas Glück findet ihr es da drin. Wenn nicht, ja, Problem. Wenn ihr beides eingeschaltet habt und es trotzdem nicht funktioniert, dann kann es sich lohnen, mal in die Energieoptionen zu gucken, in der Systemsteuerung. Da geht ihr rechts auf zusätzliche Energieeinstellungen und in dem hier auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll. Wenn wir da drin sind, da gibt es hier unten die Option Schnellstart aktivieren. Die ist standardmäßig an. Hier das bestätigt, kann man die ausschalten. Dann fährt der PC langsamer hoch, aber er geht halt richtig aus, was anders nicht der Fall ist. Einige Netzwerkkarten oder eher gesagt die Mainboards haben Probleme, wenn Schnellstart an ist, Wake on LAN zu akzeptieren. Wurde jedenfalls so im Internet berichtet. Ich hatte bisher noch keine Probleme damit, deswegen lasse ich es an. Aber genug Windows, würde ich sagen, gehen wir mal rüber auf Linux. Für Wake on LAN, da brauchen wir das ETH-Tool. Und wenn wir mal drauf gucken auf die, wie heißt denn die Karte? Lasst mal schauen. Intern ist die ENP3S0. Und wir gucken, wir sehen hier erstmal, was die alles kann. Das ist also eine Gigabit-Karte. Hat gerade ausgehandelt. Wo steht's denn? Gigabit Full Duplex. Okay. Und das hier ist das Wichtige für uns. Supports Wake Up On oder Wake On. Und hier dieses Punkt, das ist, worauf der alles hören kann. Da gibt es einmal D, das steht hier nicht drin, das ist der Standard, das ist disabled. Dann gibt es P.
P heißt, sobald irgendetwas im Netzwerk ist, schalte bitte ein. Also egal was. U-Unicast, M-Multicast, W-Broadcast, A-ARP. Das ist alles. Also wenn im Netzwerk irgendetwas kommt, dann schalte an. Interessant für uns ist dann eher G. G ist das sogenannte Magic Packet. Was ihr auch seht, ich habe den hier schon auf Wake on G gestellt. Das macht man mit ETH-Tool minus S, dann hinten dran WOLG. So wird das konfiguriert. Das Problem ist, das muss gemacht werden jedes Mal, wenn ihr den Rechner einschaltet bei den meisten Sachen. Das heißt, das sollte in irgendein Boot-Skript rein. Ich habe es hier in systemd systemnetwork, wo ich auch meine Netzwerkkonfiguration mache. Da habe ich also einfach mit dabei geschrieben, dass er bitte für jede Netzwerkkarte, die ich aktiviere, auch Wake on LAN einschaltet. Und theoretisch sollte das funktionieren. Wir können dann auf einen anderen Rechner gehen, können da sagen WOL, die MAC-Adresse von hier dem PC. Und dann würde das theoretisch funktionieren. Unter Windows gibt es eine Menge Funktionen, die das können. Wenn wir hier beispielsweise allein im Windows Store gucken, da gibt es irgendwie 3, 4 Magic Packet Apps. Einfach installieren und dann sollte das funktionieren. Wer kein Windows 10 benutzt, so Tools gibt es natürlich auch wie Sand am Meer für entsprechend normale Windows-PCs als App. Ich benutze den Klassiker, die WOL.exe von Greg Wittmeier. Die solltet ihr im Internet finden können. Und ihr seht hier schon die Examples. Einfach WOL.exe, Leerzeichen und dann die MAC-Adresse. Alternativ könnt ihr auch noch eine entsprechende IP-Adresse hinten dranhängen. Wobei das hier nicht die IP-Adresse vom Gerät ist, sondern vom Adapter. Das heißt also die IP-Adresse von der Netzwerkkarte, über die ihr das Ganze rausschicken wollt. Das Ganze wird nämlich als Broadcast ins Netz geschickt, denn der Ziel-PC, der hat wahrscheinlich keine IP-Adresse mehr. Zum einen DHCP-Leases, die können ablaufen. Zum zweiten, hey, um mit einer IP zu arbeiten, müsste der PC noch auf ARP reagieren und das tun die halt nicht mehr. Deswegen wird das über die entsprechende Netzwerkkarte, die hier angegeben wird, oder ich schätze mal ohne auf allen, einfach an alle Geräte im Netzwerk geschickt. Ist etwas, was man normal nicht machen soll, aber bei einem kleinen Paket, da macht die Last nicht so viel aus. Unter Linux gibt es in den meisten Fällen ebenfalls ein Tool, welches sich WOL nennt. Wenn wir da in die Hilfe gucken, das sieht ähnlich aus. Einfach WOL und dann am Schluss die MAC-Adresse ist bereits ausreichend. Hier kleiner Unterschied, wenn man eine IP angeben möchte, das geht nicht direkt dran, sondern da geht man hin, macht WOL-H und dann gibt man die Broadcast-Adresse des Netzes an. Wenn zum Beispiel die IP des Clients ist 192.168.0. irgendwas, dann gebt ihr am Schluss ein die 0.255, ausgehend von einem Standard 24er Netz, wie ihr das wahrscheinlich zu Hause habt. Und das besagt, er soll bitte an alle PCs in diesem Netzwerk, also die hiermit anfangen, dieses Paket schicken. Hinten dran dann noch die MAC-Adresse und dann kann das Ganze rausgehen. Ja, theoretisch würde er jetzt den Host aufwecken. Und wenn wir das in Wireshark aufrufen, sehen wir das genauso. Wir sehen den Quell-PC, das Ziel ist die 255, also alle Rechner. Er erkennt es ja auch als Protokoll WOL, aber das hat nichts zu sagen. Wie eben schon gesagt, die Zeichenfolge kann theoretisch in jedem Paket vorkommen. Die meisten Utilities benutzen das hier, dass man es einfacher erkennen kann. Und wir sehen hier hinten schon Magic Packet vor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn wir hier unten in den Daten gucken, da sehen wir dann auch, hier sind die Fs. Und dann kommt darunter die MAC-Adressen entsprechend hintereinander. So wie wir das beschrieben hatten. Wenn ihr eine Fritzbox habt, geht das Ganze natürlich auch. Einfach einloggen, dann geht ihr auf, wo ist es? Heimnetz, Heimnetzübersicht. Sucht euch dann hier den passenden Rechner aus, den ihr starten wollt. Holen wir zum Beispiel mal, das ist kein Rechner, den hier. Und wenn ihr den aufgemacht habt, dann habt ihr hier unten einen Knopf Computer starten. Wenn ihr da drauf drückt, dann wird automatisch dieses Wake on LAN Paket passend gesendet und der Rechner sollte sich anschalten. Es gibt dann noch eine Option zu sagen, okay, wenn vom Internet aus irgendwas auf den Rechner zugreift, dann den einschalten. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ihr ein Port Forwarding gemacht habt. Dann könnt ihr darüber zum Beispiel auch den Rechner einschalten lassen. Wenn ihr einen Open-Source-Router wie OpenWRT oder LEDE habt, da findet sich das Ganze dann erstmal unter System und dann Software. Da, sofern keine verfügbar sind, einmal Update-Lists. Danach solltet ihr einen Reiter haben mit den Paketen, die verfügbar sind. Relativ lange Liste, wir haben aber zum Glück einen Filter, können wir einfach eingeben, WOL, und kriegen dann diverse Pakete, die hier passen könnten. Da wir hier eine GUI haben, würde ich sagen, wir gehen auch mit der GUI.
Das heißt, wir nehmen hier die Lucy App WOL. Wie wir sehen, im Hintergrund lädt er gleichzeitig auch noch Etherwake runter. Das wird er auch benötigt. Und im Anschluss gibt es unter Network den neuen Punkt Wake on LAN. Einfach draufklicken und ja, das war's dann im Prinzip. Man kann auswählen, welches Interface ist das richtige, also wo ist die Netzwerkkarte, welcher Host soll gepinkt werden, also soll geweckt werden per MAC-Adresse. Alternativ kann man natürlich auch per Hand eine eingeben, wenn man möchte. Und dann Wake Host klicken, das war's. Wir sehen, er hat das Ganze jetzt hier geschickt und ja, theoretisch sollte das Ding jetzt aufwachen. Und kurzer Blick in die Katakomben. Jep, der Backup-Server ist tatsächlich angegangen. Na gut, schon vor etwas längerer Zeit. Ich habe das Wake on LAN geskriptet. Aber als ich ihn hier hingestellt habe, war er aus. Jetzt ist er an. Hat offensichtlich funktioniert. Backup läuft auch gerade. Und ja, ich denke, das ist ja auch genau so ein Fall, wo Wake on LAN sehr sinnvoll sein kann. Irgendwelche PCs, die man nicht dauerhaft braucht. Zum Beispiel auch irgendwie ein Media Center, eine NAS oder sowas. Da kann man sowas ganz gut brauchen. Ja, mein Backup läuft, wie ihr seht. Naja, fast, denn wenn wir mal rüberschwenken, ich glaube, ich darf mal wieder ein paar Festplatten reparieren oder eher austauschen. Das hier sieht jetzt nicht mehr ganz so reparabel aus. Ja, das ist das wunderbare Problem mit diesen rotierenden Mistdingern. Nur gut, Festplatte hin oder her, auch wenn die kaputt ist, der Backup-Rechner selber und Wake on LAN, das tut alles, was es soll.